schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen DM-Haul für euch. Ich komme gerade von DM und zwar ist es mein erster Beutel. Und hier ist der zweite. Der ist ganz schön schwer. Ich habe ja immer so Beutel mit dabei, weil ich keine Tüten kaufen möchte. Hier ist einiges für den Haushalt drin und hier habe ich eben andere Sachen. Ich habe hier auch noch ein Paketchen. Da sind Drogerie-Neuheiten, die ich euch gerne kurz zeigen möchte. Und es wäre natürlich kein DM-Haul bzw. Drogerie-Neuheiten-Video von der Heidi, wenn es jetzt nicht eine Verlosung geben würde. Natürlich, ganz klar, jeder, der mir schon länger folgt, weiß, was jetzt kommt. Ich werde das Ganze nicht ankündigen. Ich werde es nicht in die Überschrift schreiben. Ihr wisst Bescheid. Bleibt einfach mit dabei, wenn ihr wissen möchtet, was es zu gewinnen gibt bzw. wenn ihr natürlich wissen möchtet, was ich geshoppt habe. Genug gequatscht, langes Intro. Ich würde sagen, ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Schon auch viel Geld und jetzt klingelt es natürlich wieder, wie immer, wenn ich drehe. Aber der Max ist unten. Wir starten mit dem Inhalt aus dem silbernen Beutel. Und zwar habe ich mir hier alles hingelegt. Ich zeige euch zuallererst mein Garnier Micellenreinigungswasser. Das habe ich mir ja schon ganz oft nachgekauft. Ihr könnt schon sehen, es hat zwei Phasen. Man muss das vorher schütteln, dann aufs Wattepad und dann kann man sich schön das Make-up abnehmen. Es gibt verschiedene Varianten. Also ihr habt für empfindliche Haut, für Mischhaut und so weiter. Ich komme mit diesem hier am besten zurecht. 3,75 Euro kostet das Ganze. Ich habe in der Zwischenzeit eins von Balea verwendet, mit dem ich jetzt aber überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Deshalb habe ich mir das hier nachgekauft. Alternativ dazu habe ich meine Reinigungstücher von BB. 1,75 kosten die und mit denen mache ich es halt so, wenn ich abends noch auf dem Sofa liege, dann nehme ich mir grob schon mal meine Schminke ab und dann, bevor ich natürlich ins Bett gehe, geht es nochmal ab ins Bad und dann kommt die ganz normale Gesichtsabschminkroutine. Aber wie gesagt, die habe ich dann halt immer ganz gerne, um das Grobe einmal abzunehmen. Dann habe ich nachgekauft, hat jetzt nichts mit Kosmetik zu tun, sondern mit der Hausapotheke, diesen Spitzwegerich Hustensirup, das gesunde Plus. Und der kostet knapp 2 Euro. Meine Eltern schwören darauf, den kaufe ich immer wieder nach, habe den schon ganz oft nach Italien geschickt, weil mein Papa immer, wenn der Husten hat, einen Löffel davon nimmt und plötzlich wie von Zauberhand wirklich nur noch einen leichten Husten hat und dann ja, verschwindet es nach und nach, wenn er den eben regelmäßig nimmt. In Italien ist es natürlich nicht anders als hier in Deutschland, wenn man in die Apotheke geht. Medikamente sind nun mal sehr teuer und mit dem hier sind wir alle immer sehr zufrieden, wie gesagt, unter 2 Euro. Und deshalb kaufe ich den immer und immer wieder nach. Dann habe ich mir mal gekauft eine neue Maske, die allerdings sehr teuer war. Also die war wirklich sehr teuer. 2,35 Euro hat die gekostet, aber die hat mich so angesprochen irgendwie. Diese Tuchmaske von Salt House. Totes Meer nennt sie sich und ich bin sehr gespannt. Ich werde euch darüber berichten. Ihr wisst, ich bin ja voll das Maskenopfer. Genauso wie diese Maske hier. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. 40 Cent kostet die von Balea Totes Meer Maske. Die ist einfach unglaublich angenehm. Ich trage mir die morgens auf, mache meinen Haushalt und dann nehme ich sie ab und fühle mich irgendwie total wohl und das Ganze für 40 Cent. Genau, deshalb durfte die dann auch wieder mit. Und dann habe ich mir noch diese wunderschönen Servietten hier gekauft mit diesen beiden Engeln. Hier steht Frohes Fest in Gold, passend zur Jahreszeit. 1,15 oder 1,25 kosten die und die mussten auch unbedingt mit von Profissimo. Total unspektakulär durften dann diese Topfreiniger mit, die kosten auch 60 oder 80 Cent und die hat man natürlich immer zu Hause, ne, als Vorrat, damit man seinen alten Putzschwamm wegwirft. Dann habe ich gekauft, Donto Den steht hier oben, vielleicht ist das die Eigenmarke von DM, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich diese elektrische Zahnbürste hier mitgenommen für den Lessandro. 9,95 Euro hat die gekostet, das weiß ich, weil es, glaube ich, mit die günstigste war. Ich wollte jetzt erstmal keine hochpreisige kaufen, denn der Alessandro muss das jetzt erstmal üben. Der bekommt ja bald eine Zahnspange. Wir sind schon beim Kieferorthopäden gewesen, Abdrücke sind gemacht worden, es ist alles schon bei der Krankenkasse und so weiter. Und der Zahnarzt hat eben empfohlen, dass der Lessi doch bitte eine elektrische Zahnbürste verwenden soll. Wenn er damit klarkommt, wenn er genug geübt hat, werde ich ihm bestimmt dann eine etwas bessere kaufen oder
mal schauen, vielleicht ist die ja auch sogar total super. Wir werden sehen, nur jetzt mal zum Testen ist es eben diese hier geworden. Dann war ich vor ein paar Tagen noch bei Rossmann und da durfte von Revlon ein Eyepen mit, den ich mir jetzt nachgekauft habe, weil ich so zufrieden war. Oh mein Gott. Also ich habe selten so einen richtig krass guten Eyeliner gehabt zu Hause. Von L'Oreal gibt es verschiedene, habe ich euch auch schon erzählt. Aber mit dem hier bin ich eben besonders gut zurechtgekommen und deshalb habe ich ihn mir nachgekauft. Tiefschwarz, richtig geil und ja, der durfte auch mit. Und das war es jetzt aus dem silbernen Beutel. Und jetzt kommen wir zu dem grünen Beutel. Moment, da ist er. Oh Gott. Ein Shampoo habe ich noch. Das habe ich mir nachgekauft. Und zwar von L'Oreal Elvital Oil Magique. Genau. Und ich habe ein anderes im Moment in Verwendung gehabt. Aber irgendwie habe ich dann voll die trockene Kopfhaut bekommen. Und es hat dann so gejuckt und irgendwie... Da bin ich ja höchst allergisch, ne? So, oh mein Gott, Kinder, habt ihr irgendwelche Läusezettel bekommen? Ne? So, oh Gott, also immer wenn es juckt, dann habe ich so voll die Phobie. Egal, also wir haben keine Läuse, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst. Jedenfalls hat es natürlich mit der trockenen Luft zu tun, mit der Heizungsluft und so weiter. Und da spielt meist die Kopfhaut verrückt. Jedenfalls habe ich das Shampoo nicht vertragen und deshalb habe ich dieses hier nachgekauft. Was für eine Geschichte. Wunderbar, Heidi, super. Also gut, das hier. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, zu den Haushaltsprodukten. Viele von euch fragen mich ja immer wieder, wie ich das Haus putze und so weiter. Wobei ich sagen muss, dass ich euch viele Produkte schon gezeigt habe. Unter anderem dieses hier für die Toiletten. Dann total unspektakulär von Denk mit einem Glasreiniger. Braucht man auch immer zu Hause. Wir haben ja sehr, sehr viel Glas. Dann für meine Fliesen diesen hier, den Sacrotan Allzweckreiniger. Den habe ich euch auch schon oft gezeigt. Damit putze ich unten am Eingang die Fliesen. Ne, man kommt mit Schuhen rein, die Bella kommt rein und so weiter. Wobei die Bella muss erst in die Waschküche, dann mache ich sie sauber. Und dann darf sie erst hoch. Trotzdem, also für Fliesen benutze ich das sehr, sehr gerne, auch fürs Bad. Für den Parkettboden natürlich was anderes. Und dann habe ich noch mitgenommen von Perwoll dieses Waschmittel, dieses flüssige für schwarze Kleidung. Ja, weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, dass die schwarze Kleidung so verblasst, wenn man Pulver nimmt. Okay, das war es soweit für den Haushalt. Nicht so viel. Und jetzt kommen wir zu der Neuigkeit, die es jetzt eben in der Drogerie gibt. Ich muss es nur eben mal holen. Moment. Heute ist das wunderschöne Paketchen von L'Oreal. Gibt es eben, wie gesagt, Neuigkeiten. Ich habe es heute Morgen bei uns im DM noch gar nicht entdeckt. Aber ich hoffe, dass ihr das Ganze findet. Hier hat das Ganze auch wieder mit Peeling und so weiter zu tun. Ihr wisst, ich bin da voll das Opfer. Jedenfalls gibt es drei verschiedene. Und so sieht das Ganze aus. Hier war auch noch Zucker mit enthalten. Und zwar habe ich einmal weißen Zucker, dann blonder Zucker, brauner Zucker. Total süß gemacht. Und Bonbons waren auch noch enthalten. Schaut mal. Richtig cool. Hier ist die Erklärung dazu. Ich würde es euch ganz gerne ganz kurz vorlesen, weil ich mich noch nicht intensiv damit beschäftigt habe und weil ich euch natürlich keinen Scheiß erzählen möchte. Und zwar haben wir zum einen weißer Zucker, der schmilzt auf der Haut und entfernt sanft Unreinheiten und abgestorbene Hautschüppchen. Dann haben wir den blonden Zucker, spendet auf natürlichem Weg Feuchtigkeit und macht die Haut samt weich. Der braune Zucker, der stärkt durch Mineralstoffe die Haut und lässt sie gesünder aussehen. Also das klärende Peeling mit Kiwisamen, Pfefferminzöl und Zitronen Grasöl reduziert Mitesser und klärt besonders gründlich. Dann haben wir das verwöhnende Peeling mit Kakaobutter, Kokosnussöl und Kakaosamen, versorgt trockene Haut mit einer Extraportion Geschmeidigkeit. Und dann haben wir noch das Glow Peeling mit Traubenkernöl, Tahitiöl und Acai-Pulver, verfeinert den Teint und lässt ihn in neuer Intensität strahlen. Mit dem perfekten Glow durch den Tag. Jawohl. Vielen, vielen Dank, L'Oreal, dass ich das testen darf. Ich freue mich natürlich unglaublich. Der Postbote war gerade da und hat mir noch ein Paketchen gebracht. Die Sachen sind limitiert, jetzt gerade im Dezember. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme es noch mit ins Video. Ganz, ganz neu aus der Drogerie und zwar von L'Oreal. Zum Beispiel diese Glow Drops. Die gibt es schon seit November, sind aber wie gesagt auch limitiert. Und die verleihen der Haut einen schimmernden und schönen Glow. Und eben einen sanften Schimmer. Dann haben wir hier noch diese schönen Augenprodukte, diese Eyepan-Produkte. Die sind mit hochkonzentrierten Metallic-Pigmenten und die sorgen für ein einzigartiges Metallic-Finish, eben für strahlende Augen. Da haben wir noch zwei.
Und dann haben wir hier noch Produkte für die Lippen. 4 verschiedene Farben gibt es davon. Und das sind eben ganz intensive Farben mit einem metallischen Effekt oder beziehungsweise Finish, sagen wir es mal so, für den absoluten Wow-Effekt. Richtig cool, oder? Richtig schön, da kann Weihnachten bzw. Silvester definitiv kommen. Ich freue mich wirklich total aufs Testen und werde euch da natürlich wie immer auf dem Laufenden halten. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch euer Gewinnerpaket. Ich mache euch da was richtig Schönes zusammen. Ihr wisst Bescheid, es sind alles neue Produkte, unbenutzte Produkte. Ganz klar, es hat nichts damit zu tun, dass ich sie nicht mag, dass ich sie nicht gut finde, sondern eher damit, dass ich sie vielleicht schon doppelt habe oder sie einfach nicht zu meiner Haut passen oder. Ich möchte euch damit einfach was Schönes und was Gutes tun. Ich hoffe, ihr freut euch. Schaut euch dazu gerne mal alle Teilnahmebedingungen unten in der Infobox an. Lest sie euch durch. Und dann hätte ich noch eine Bitte. Falls ihr mitmacht, schreibt euch mal in den Kalender, wann das Gewinnspiel endet, damit ihr dann nochmal nachgucken könnt, ob ihr die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner seid. Denn es ist im Moment so, dass ich dann immer E-Mails schreiben muss und dann auf Instagram gucken muss und eine Privatnachricht schreibe, damit die Gewinnerin sich dann meldet. Und das kostet mich unglaublich viel Zeit. Es ist nicht so, dass ich diese Zeit nicht investieren möchte, gar nicht. Aber jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, ne, ihr wisst Bescheid, haben wir doch alle sehr viel zu tun. Und da wäre es einfach schön, wenn ihr euch das notiert. Und dann könnt ihr ja vorbeischauen und gucken, ob ihr gewonnen habt. Jawohl, das war das Wort zum Sonntag. Nee, also ihr wisst Bescheid, ich freue mich natürlich, wenn ihr mitmacht. Ganz wichtig ist natürlich, dass es an meine treuen Abonnenten gehen soll. Das würde ich gerne auch nochmal ganz kurz dazu sagen. Ich weiß, dass solche Verlosungen verlockend sind und so, aber wie gesagt, ich möchte euch da bitten, einfach fair zu bleiben. Abonnieren könnt ihr kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!